So, hallo Freunde, herzlich willkommen zurück in den hohen Himmel. Zum großen Finale hier. Ich stehe gleich dem obersten Übel, Diablo im Set, gegenüber. Obwohl ihr wusstet, das war. Ich erinnere mich daran, wie Engel in all ihrer Majestät durch diese Hallen schritten. Wir hielten uns für die Herren der gesamten Schöpfung. Unsere Arroganz. Ja. So, wir haben ein bisschen was gemacht hier. Wir haben hier den nächsthöheren Diamanten noch reingesockelt. Allerdings bringt das jetzt nicht mehr so viel. So, hier alles schön mal casten. Kostet ja kein Zorn hier. Euer Leiden hat ein Ende, Engel. Oh, neues Wissen. Zack. Versklavte Albträume sind das Zeugnis dafür, dass es niemals Frieden geben wird zwischen Menschen und Dämonen. Zauberer, die versuchten, sich die dunklen Künste untertan zu machen und mit ihren schwarzen Zaubern Dämonen zu beschwören, sind alle dazu verdammt, zu skelettartigen Albträumen zu werden. Gefesselt an eben jene Macht, die sie ihrem Willen unterwerfen wollten. So, wir sind 52, meine Damen und Herren. Noch nicht. Nicht genug Zorn. So. Upsala. Ja, wir brauchen definitiv immer noch die Heilkugel. So, bevor wir da runtergehen, hören wir uns mal an den dritten Teil. Darius war erschrocken, als er erkannte, dass die Nephalem über das Potenzial verfügten, mächtiger zu werden als Engel und Dämonen. Er wollte ihre Fähigkeiten beschneiden, aber Lilith bestand darauf, sie zu ihrer Armee zu machen. Der sich zuspitzende Konflikt zwischen den beiden führte zu der Entdeckung Sanctuarius durch die Dämonenfürsten und den Angerisrat. So. Verbrennt im Licht. So, man merkt es auf jeden Fall. Wir schnetzeln jetzt schon nicht mehr so durch. Aber es ist auch ein kleiner Vorteil. Wir können immer mal ein bisschen Zorn aufbauen. Ich werde dann auch mal gucken, bevor wir in Akt 5 gehen. Werde ich auf jeden Fall mal schauen, dass wir hier noch einiges mitnehmen. Was für ein cooler Satz gerade eben. Ja, dass wir natürlich noch was craften. Das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. Einfach damit wir so ein bisschen safer sind. Ich habe mein Zuhause zwar verlassen, aber es so wiederzusehen. So, wir gehen natürlich erstmal runter. Oh, Hammerfürsten. Oh. Mein Zorn reicht nicht aus. Müssen wir schon immer fliehen raus. Das war schon knapp. Für genau so etwas habe ich geübt. Eieiei. Naja, die heißt nicht umsonst Hammerfürsten. Schön mit Albtraum drinne. Oh. Ich benötige mehr Zorn. Haupt sie weg, er war eigentlich relativ klein im Map hier. So klein bin ich das gar nicht gewohnt. Gut. Evelyn, wie ich sehe, schenkt ihr meiner Warnung keine Beachtung. Oder denkt ihr vielleicht, ihr seid stark genug, um gegen mich anzutreten? Na klar. Vielleicht tue ich das. Imperius, hört auf mit dem Irrsinn. Diablo ist der Feind, nicht die Nephalem. Tyrael, um euch werde ich mich noch früh genug kümmern. Ich werde... Ja?
Was ist das? Nein, Diablo hat den Bogen erreicht. Oh, das ging aber schnell. Diablos Verderbnis greift bereits nach dem Kristallbogen. Deshalb sind die Engel gefallen. Sollte sein Licht für immer erlöschen. Wir müssen Diablo schlagen, bevor das geschieht. Dann ist es an uns. Ich freue mich, dass ihr ein Sterblicher seid, mein Freund. Diablos schändliche Verderbnis versperrt uns den Weg. Bleibt zurück. Eldruins Licht wird den Weg freimachen. Na, hat das Schwert also doch noch einen Nutzen. Außer, dass er sich wieder erinnern kann. Gut. So, bevor wir da reingehen, werden wir mal gucken, was wir für neue Runen bekommen haben. Strafe. Bestrafe mit Wut. Wenn ihr einen Angriff blockt, während gestählte Sinne aktiv ist, wird eure kritische Trefferchance für den nächsten Angriff um 15% erhöht. Okay. Was hatte ich hier? Gebrüll. Okay. Kavallerie. Vier Teilen. Legt 5 Gegner in eure Nähe in Ketten. Die Gegner werden beim Reiten hinter euch hergezogen und allein dabei pro Sekunde. Okay. Himmelsvor. Der vom Strahl erfasste Boden pulsiert 6 Sekunden lang mit heiliger Energie und Gegner können ihn nicht betreten. Okay. Ja, das war's hier schon. Das Tor ist geöffnet, Nephalem. Diese letzte Prüfung ist nur für euch bestimmt. Ihr wart ein guter Kommandant, Tyrael. Ich bin stolz, euch einen Freund zu nennen. Es war mir eine Ehre. Doch dies ist der Moment eurer Bestimmung. Die Stunde des Sieges der Menschheit. Nun gut, auf. Ab in den Kristallbogen. Das Ende von Diablo 3 erleben. Bevor es dann mit Reaper of Souls so richtig in die Vollen geht. Und wir den Akt 5 und seine Story genießen können. Haben wir es dann doch in, ich glaube, 20 Folgen, ja? Ja, 20 Folgen geschafft. Also keine 10 Stunden hier. So. Eigentlich könnten wir. Jetzt kann ich das nicht mehr ändern. Gut, hätte ich noch einen Schadenskill einfügen können. Aber gut, dürfte so auch schnell genug gehen hier. Hallo. Die sieben Übel sind eins in mir. Ich bin Legion. So, gib mir eine Minute, dann ist es nicht mehr. Feiges Schnitte. Nein! Genug. Mein Schreckensreich wird dich nun verschlingen. Das war's schon. Tatsächlich. Nur durch einen Sieg über uns wirst du in dein eigenes Reich zurückkehren können. Doch niemand ist jemals aus den Tiefen seiner eigenen Gänse aufgestiegen. So, das verkündet sich sowieso. Na komm schon, ein bisschen. Den Schrecken in dir kannst du nicht bezwingen. Seid ihr. Das ist jetzt hier kein großer Hit hier. Diese geskripteten, ich mag diese geskripteten Dinger nicht. Hey. Bin ich gerade geblendet, die Sau? Alles, was
was du jemals kanntest. Alle, die du jemals geliebt hast, werden zusammen mit dir sterben, Nephalem. Bla bla. So, und das war's auch schon. Dann sehen wir hier nochmal eine Spezialattacke. Mal schön eintreten, wenn er am Boden liegt. Mein Legendary. Oh! Doppeldrop. Was ist denn da passiert? Oh, das hätte ich gerne einmal. Mein erster Doppeldrop übrigens. So. Also mit 52 haben wir jetzt Diablo gelegt, aber wir schauen natürlich, was wir hier. Was wir hier Multubines erbeutet haben. Aber ein schönes Schild. Gibt uns ein bisschen Zähigkeit. Allerdings keine Stärke hier. Okay. Hm. Diesen schönen magischen Ring hier. Ah, okay, der Flechtring auf Stufe 52. Ja, hm. Gut, ist jetzt auch nicht so besonders. Schauen wir hier nochmal. Was haben wir hier bekommen? Mist, Mist. Ja, die Handschuhe werden wir nehmen. Na gut, wenigstens ein paar Handschuhe gezogen. Und dann schauen wir mal, was Aurea sagt. Und ich verabscheue mich schon mal an dieser Stelle. Wir sehen uns dann zum Grande Finale in Akt 5 wieder. Der Tag ist gerettet. Diablo ist besiegt und mit ihm alles Böse. Nicht wirklich alles. Das Böse überdauert stets. Die Zeit wird es zeigen. Gut. Das war's. Wir begeben uns gleich in den nächsten Akt. Ich verabscheue mich. Wir sehen uns gleich wieder. Bye, bye. Ein sterbliches Herz, das zwei Welten vor dem Untergang rettete und das oberste Übel für immer besiegte. Neuen Tages für Engel und Menschen. Denn die größten Verteidiger der Menschheit, die Nephalem, haben sich erhoben, um die Finsternis zu bekämpfen, der wir uns in unserem Stolz nicht stellen wollten. Ich nehme meinen Platz unter euch wieder ein. Aber diesmal als Sterblicher. Da der Gerechtigkeit heute Genüge getan wurde, werde ich nun die Weisheit vertreten. Für diejenigen, die alles riskiert haben, um uns zu retten. Für immer werden wir einander zur Seite stehen. Engel und Menschen. Im Lichte
dieses glorreichen neuen Morgens.